Unsere Welt wurde von Gott so erschaffen, dass jeder Mensch einen freien Willen hat. Freier Wille bedeutet, der Mensch entscheidet selber für sein Tun und für sein Handeln. In Bezug auf die Gottesfurcht, wie er sich Gott gegenüber benimmt, ob er die Gebote erfüllt oder ob er die Gebote nicht erfüllt, in welche Situation ein Mensch geboren wird, wer sein Umfeld ist, ob er erfolgreich sein wird oder nicht, das entscheidet Gott. Aber wie sich der Mensch Gott gegenüber verhält, das entscheidet der Mensch selber und dadurch kann er natürlich auch auf die anderen Dinge, die schon vorbestimmt sind, einwirken. Und das ist sehr wichtig zu wissen, weil viele Leute denken, ah, warum ist diese Welt so böse? Warum gibt es so viel Böses in der Welt? Das stimmt nicht. Es gibt zwar Böses in der Welt, aber das ist auch im Endeffekt gut. Warum? Weil, um eine freie Wahl haben zu können und selber zu entscheiden, braucht man immer eine Auswahl an Dingen. Wenn ich eine Auswahl an Dingen habe, kann ich entscheiden. Ich habe einen Apfel, eine Banane und eine Birne. Ich kann entscheiden, was ich davon essen möchte. Aber wenn ich nur eine Sache habe, dann kann ich nicht entscheiden, was ich davon essen möchte. Warum? Es gibt keine Auswahl. Genauso hat Gott eigentlich auch die Welt erschaffen. Warum? Das war sein oberstes Prinzip, dass es einen freien Willen gibt. Oberstes Prinzip. Gott hat Adam und Chava, Adam und Eva erschaffen, sie in den Garten Eden reingepackt und zugleich hat Gott auch dort einen Baum erschaffen. Es gab viele Bäume, aber es gab einen Baum, von dem es verboten war zu essen. Und gleichzeitig hat Gott auch die Schlange erschaffen. Gott selber hat auch die Schlange erschaffen, die dann später Adam und Eva verführt hat. Und es gibt Christen, die sagen, die Schlange, die wurde nicht von Gott erschaffen, das war der Teufel und der war erstmal gut und der wurde dann später selber böse und Gott hat das Böse nie erschaffen. Aber es stimmt nicht. Warum? Weil wenn man guckt in die Tora, Sefer Bereshit, erstes Buch Mose Kapitel 3, dort steht, dass die Schlange war ein sehr, sehr hinterlistiges, schlaues Wesen, welches Gott der Ewige gemacht hat. Welches Gott der Ewige gemacht hat. Anders als alle anderen Tiere auf der Welt. Das heißt, Gott hat alle Tiere auf der Welt gemacht und die Schlange war ein besonderes Tier. Nicht die Schlange an sich, sondern also diese Schlange nur, nicht alle anderen Schlangen. Ein besonderes Tier, welches Gott der Ewige selber gemacht hat. Das heißt, auch die Schlange, die der jetzige Araber, der böse Trieb, und auch der Baum von Gut in Böse, der eigentlich das Potenzial dargestellt hat zu sündigen, wurden von Gott erschaffen, wurden in das Gute mit hineingepackt. Das Gute, das ist der Garten Eden. Der Garten Eden. Es war gut, es war alles gut dort und dort wurde das Potenzial reingepackt für Böse, für Zerstörung, für das, was wir heute in der Welt haben. Warum? Damit Adam und Eva, die sich dort befinden, selber entscheiden konnten. Damit es einen freien Willen gibt, und Gott wollte, dass es einen freien Willen gibt bei Adam und Eva. Er wollte, dass sie ihm dienen aus freiem Willen und nicht, weil sie gezwungen sind, musste er zwei Teller ihnen präsentieren, damit sie auswählen können. Dazu gab es auch einen Verführer, das war die Schlange, musste er auch präsentieren ihnen. Und im Endeffekt hätten Adam und Eva auch nicht auf sie hören können. Aber sie haben auf sie gehört und dadurch ist ein Problem entstanden. Interessanterweise lebt der Mensch ja nicht ewig. Der Mensch lebt nicht ewig. Und manchmal könnte er sich denken, warum sollte ich religiös werden? Warum sollte ich anfangen, an Gott zu glauben oder die Mitzvot zu erfüllen? Warum sollte ich mich einschränken? Jetzt kann ich nicht mehr dort essen, nicht mehr dort essen. Ich muss Samstag zur Synagoge gehen. Ich muss auch am Wochentag zur Synagoge gehen. Ich darf kein Auto fahren mehr am Schabbat. Ich darf kein Handy benutzen mehr am Schabbat. Ich muss nur noch koscher essen. Ich muss Torah lernen. Ja, Torah lernen, sehr wichtig. Ich muss Tefillin anziehen, wenn man einmal ist und so weiter. Warum? Viele Leute haben keinen Bock drauf, also viele Juden leider. Und ein weiteres Argument ist, was sie haben, ist, dass sie sehen Leute, die sich an die Mitzvot halten und sie sehen, es geht denen nicht so gut manchmal. Nicht immer, aber manchmal. Und sie sehen, es gibt Leute, die die Mitzvot nicht halten und sie sehen, es geht denen richtig gut. Sie fahren ein fettes Auto, am Schabbat natürlich auch. Sie haben finanziellen Wohlstand, weil die Familie läuft auch super. Gute Gesundheit und alles. Und dann denkt man, warum sollte ich die Mitzvot halten? Ich verliere dadurch doch nur.
Ein Grund dafür ist der freie Wille. Warum? Weil Gott möchte nicht, dass wenn du die Mitzvot einhältst, kriegst du sofort nur Gutes und das war's. Weil dann würdest du das einhalten dafür. Das ist nicht der Zweck der Sache. Man muss ein Leben leben, so wie Gott möchte. Warum? Aus dem Grund, weil es Gott möchte und nicht für die Belohnung. So steht es schon in dem Mishnah, in Avot. Dass man Gott dienen soll, nicht wegen der Belohnung, sondern weil er unser Gott ist. Die Belohnung kommt auch, aber nebensächlich. Und wenn jetzt ein Mensch die Mitzvot erfüllen würde und es würde ihm sofort nur noch gut gehen und er hätte gar keine Prüfungen und keine Tests mehr im Leben, dann würden alle das nur noch tun, weil sie eigentlich das gute Leben wollen und nicht, weil sie sich für Gott interessieren. Genauso eine Person, die schlecht ist, die keine Mitzvot hält und die ein gutes Leben lebt. Warum lebt sie ein gutes Leben? Weil wenn sie zum Beispiel schlecht wäre und sofort nur noch leiden würde, dann würde niemals jemand sich wagen, die Mitzvot nicht zu befolgen. Warum? Er kennt Leute und er kennt auch das Ergebnis davon. Er möchte das nicht haben. Und deswegen würde er das nicht tun aus Grund von Gottes Furcht, sondern weil er sich selber liebt. Er will nichts machen für sich Schlechtes, ja. Stellt euch vor, jemand hält nicht Schabbat, zündet eine Zigarette an und im selben Moment explodiert er. Das ist eigentlich die Strafe, die für jemanden vorliegt, wenn er Schabbat nicht hält. Torah sagt, Chayav Mita, todesschuldig. Jemand bricht Schabbat, sofort wird er dafür bestraft. Dann würde sich niemand trauen, mehr irgendwas zu machen. Dann würde sich niemand trauen, irgendwie was zu brechen. Und dann gäbe es gar keinen freien Willen mehr. Das heißt, der Grund ist, warum der eine leidet, obwohl er gut ist, und der andere nicht leidet, obwohl er schlecht ist, weil wir in einer Welt leben, wo der freie Wille existiert. Damit der freie Wille existieren kann, muss es so ein Prinzip und so ein System geben. Und im Endeffekt ist dieses Leben ein begrenztes Leben. Dieses Leben ist ein sehr kurzes Leben, 80 Jahre, im besten Fall vielleicht 90 Jahre. Wir sind realistisch. Ist eine Millisekunde, ist richtig kurz im Vergleich zu einer Zeitspanne, die man ewig nennt. Warum? Sie hat kein Ende. Die Ewigkeit ist, das ist die Ewigkeit, ja. Das ist das wahre Leben. Und diese 80, 90 Jahre, 70 Jahre, manchmal 40 Jahre, manchmal nur noch 20 oder 25, niemand weiß, wann sein letzter Tag ist. Das ist nur ein Nagelstich in einem großen Blatt Papier. Viele Leute machen sich keine Gedanken darüber. Viele Leute leben ihr Leben, als ob sie ein Leben haben von 1500 Jahren. Als ob sie 1500 Jahre leben, so leben sie ihr Leben, mit so einem Gefühl. Sie wissen nicht, dass der morgige Tag vielleicht ein letzter Tag sein kann. Sie wissen nicht, dass nach 2 Wochen es kann vielleicht der letzte Tag sein. Sie wissen nicht, nach 3 Monaten kann vielleicht der letzte Tag sein. Vielleicht auch erst nach 20 oder erst nach 60 Jahren. Aber nicht alle leben 80, 90 Jahre lang. Wenn man viele Bekannte hat, dann merkt man das ab und zu. Hier und dort geht einer weg. Einer mit 80, einer mit 90, einer mit 42, einer mit 25. Einer mit noch vielleicht viel früher. Viele Leute denken nicht darüber nach. Sie leben ihr Leben. Wie leben sie ihr Leben? Sie leben ihr Leben, sie gehen zur Arbeit, sie stehen morgens auf erstmal, frühstücken, dann zur Arbeit gehen, dann nach der Arbeit kommen, ausruhen, Füße auf den Tisch, Fernsehen anmachen, 1-2 Stunden Fernsehen gucken, essen, schlafen gehen. Am nächsten Tag genau dasselbe, genau dasselbe, genau dasselbe. Dann Freitag, Samstag eine Party. Von der Party kommst du total leer und kaputt. Irgendwie war es nicht das, deswegen muss man nächste Woche nochmal auf eine Party gehen. Warum? Weil letzte Woche hat ja anscheinend nicht gereicht, richtig? Dann nächste Woche noch auf eine Party und so weiter und so weiter und so weiter. So lebt man seine Jahre weg und verschwendet sein Leben. Und im Endeffekt steht man vor Gott und er sagt, was hast du gemacht? Und du sagst, ich habe mein Leben verschwendet und das war's. Die Chance ist vorbei. Die Chance ist vorbei. Es gibt nur noch Belohnung oder Bestrafung. Das heißt, ein Mensch, der denkt, der anfängt zu denken. In unseren Büchern steht, dass viele Leute denken nicht, weil sie ständig beschäftigt sind. Sie sind in ihren Sorgen drin, in ihrem Leben, in ihren Zielen. Und sie denken nicht über den Sinn des Lebens. Warum? Sie sind ständig beschäftigt. In dem Moment, wo ein Mensch kurz mal nicht beschäftigt ist, muss er über seine Zukunft nachdenken und über das, was kommt und was nach dem Tod ist und so weiter. Und in diesem Fall gibt es nur noch 2 Möglichkeiten, 2 Wege.
die ein Mensch einschlagen kann. Entweder er wird religiös oder er wird depressiv. Und das haben wir gesehen zur Zeit von Corona. Die Leute waren eingesperrt. Die Leute konnten nichts machen. Sie waren zu Hause eingesperrt. Lockdown. Sie konnten nichts machen. Haben nachgedacht. Und viele, viele, viele Leute sind depressiv geworden. Warum? Religiös? Es war nichts für sie. Deswegen sind sie depressiv geworden. Eine Person, die wirklich religiös ist, hätte in der Corona-Zeit gar keinen Schaden gehabt. Warum? Er sitzt zu Hause, okay, er macht ein Buch auf, er lernt Torah die ganze Zeit. Es ist jetzt kein Unterschied für ihn, ob er draußen sein kann, ob er drin ist. Und deswegen, ein Mensch muss sich Gedanken machen. Ist er wirklich ein Wesen, welches sich nicht von einem Tier unterscheidet? Weil genau das Tier hat diesen Lebensstil. Es wird geboren, es macht sich keine Gedanken um nichts. Wie eine Kuh zum Beispiel, ja. Eine Kuh wird geboren, macht sich keine Gedanken um nichts. Frisst Gras, wächst, geht aufs Klo, gibt Milch, frisst Gras, geht schlafen, frisst Gras, geht schlafen, frisst Gras, geht schlafen, frisst Gras und es wird geschlachtet an einem Tag und das war's, das ist vorbei und das Leben der Kuh ist vorbei. Und die Existenz und die Persönlichkeit dieser Kuh ist Geschichte und niemand erinnert sich an sie und ihr Leben hat überhaupt gar keinen Wert gehabt, außer natürlich für die, die sie essen. Ist der Mensch auch so ein Wesen wie eine Kuh oder ist der Mensch ein höheres Wesen, welches mit mehr Kräften ausgestattet ist als ein Tier? Wir sehen das. Der Mensch ist ein höheres Wesen, hat mehr Möglichkeiten, hat mehr Kräfte als ein Tier, kann sprechen, hat die Möglichkeit zu überlegen, hat einen Intellekt, zieht sich an, Tiere ziehen sich nicht an, hat die Möglichkeit, ein Buch zu lesen, hat die Möglichkeit zu verstehen. Und nutzt der Mensch seine Möglichkeiten für das Richtige oder nutzt dieser Mensch seine Möglichkeiten und verschwendet sie, um nach 70, 80 Jahren, manchmal nur noch nach 20 Jahren, wer weiß, kommt dieser Mensch vor Gott, sein Leben geht zu Ende, dieser Mensch kommt vor Gott und er muss jetzt eingestehen, dass er für den Rest der Ewigkeit, also für immer, nach Millionen Jahren, nochmal eine Million Jahre, 50 Millionen Jahre war nicht mal die erste Sekunde, weil das ist die Ewigkeit ist immer, dass er für den Rest seiner Ewigkeit ein Loser ist, nett gesagt, ein Loser, verloren hat, nicht gewonnen hat. Man sollte vier Fälle bedenken. Es gibt vier Fälle, die den Menschen zum Nachdenken bringen können. Der Mensch sollte überlegen. Nehmen wir mal an, es gibt keinen Gott. Das ist der erste Fall. Es gibt keinen Gott und ich glaube auch nicht an ihn. Er kann machen auf dieser Welt, was er will. Und er stirbt, er muss vor niemandem Rechenschaft abgeben. Nehmen wir mal an, es gibt keinen Gott, aber ein Mensch glaubt an ihn. Dann glaubt er an ihn, er würde sein Leben anpassen, er würde ein gutes Leben leben. Aber im Endeffekt gibt es kein Leben nach dem Tod, warum es gibt auch keinen Gott, nehmen wir mal an. Und darum würde es auch kein Leben nach dem Tod geben. Und das heißt, er würde niemals merken, dass er etwas verpasst hat. Warum? Er hört ja auf zu existieren. Er kann ja dann nicht zurückgucken und denken, ah, ich habe was verpasst. Nehmen wir mal an, es gibt einen Gott und der Mensch glaubt auch an ihn und ändert auch sein Leben und lebt nach dem Weg, den Gott sagt. Dementsprechend würde er im Endeffekt belohnt werden und er hätte den Jackpot seines Lebens gezogen. Nehmen wir mal an, es gibt einen Gott und der Mensch glaubt nicht an ihn, dann hat er die Arschkarte gezogen, sagt man auf Deutsch. Von all diesen vier Fällen muss man überlegen, welcher Fall ist am besten? Wenn es keinen gibt, aber ich glaube an ihn, dann habe ich nichts verloren, weil ich kann dann später nicht bereuen, weil es gibt ja kein Leben nach dem Tod. Wenn es keinen gibt und ich glaube auch nicht an ihn, dann ist man wie eine Kuh. Wenn es einen gibt und ich glaube an ihn und ich tue das, was er sagt, dann habe ich gewonnen. Wenn es einen gibt und ich glaube nicht an ihn oder ich glaube an ihn, aber ich tue nichts, dann habe ich verloren. Von diesen vier Fällen sehen wir, welcher Fall ist der beste? Der beste Fall, der sicherste und der beste Fall für einen Menschen ist, dass es gibt Gott, ja, und der Mensch glaubt an ihn und der Mensch tut auch. Er glaubt nicht nur, ah ja, und er hält nichts ein. Er tut auch, er beschäftigt sich auch damit. Er öffnet das Buch und er lernt, er hält ein, sein Leben ist strukturiert nach der Tora. Dann hat der Mensch gewonnen. In allen anderen vier Fällen hat der Mensch nur verloren.